Letzter Redner kommt ebenso von der SPÖ, Christian Drobitz. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Herr Bundesminister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Nun, wenn man die Bevölkerung hineinhorcht und fragt, ist sicher nicht das erste Anliegen, dass man sagt, Verlängerung der Covid-19-Maßnahmen, sondern es kommt sofort, mein Einkaufswagen ist nur zur Hälfte voll, obwohl ich das gleiche zahle wie vor einem Jahr. Es kommt gleich, dass ich nicht weiß, wie ich die Gas- und Thermenheizung und Ölheizung nächstes Jahr oder im Herbst bezahlen soll. Und es kommt gleich, dass ein Pflegenotstand besteht, weil gewisse Betten in Pflegeheimen nicht voll sind, weil das Personal fehlt. Das ist die Realität. Doch, Herr Bundesminister, ich weiß, dass Sie sich zum Herzen genommen haben, dass letztes Jahr im Sommer die Bundesregierung inklusive des Bundeskanzlers Kurz geschlafen hat und die Pandemie nicht ernst genommen hat und die Pandemie und deren Bekämpfung eher als PR-Akt gesehen hat. Und Sie versuchen jetzt zumindest den Schlüssel zu bekommen, den Pflichtschlüssel, dass Sie dann, wenn was kommt oder wie die Situation im Herbst und im Winter ist, Maßnahmen treffen können. Nur bitte, die Maßnahmen müssen jetzt getroffen werden und nicht erst im Herbst, müssen jetzt wissen, was wir wollen. Und ich glaube Ihnen, wenn Sie sagen, ich will die Impfkampagne neu auf die Beine stellen, ich glaube Ihnen auch, dass Sie daran interessiert sind, dass Sie die Bevölkerung mitnehmen müssen und wollen. Aber bitte jetzt, und deshalb behaupte ich auch, dass diese Maßnahme bloß die Pflicht ist, die Kür muss jetzt folgen und Sie müssen jetzt die notwendigen Maßnahmen setzen, damit wir auch dann wirklich im Herbst das schaffen. Aber Herr Bundesminister, die Herausforderungen liegen auch in anderen Bereichen sehr hoch. Und wenn ich den Pflegenotstand angesprochen habe, Sie haben gesagt, ja, Sie sehen das ein. Wir haben ein Problem, wir haben einen Wildwuchs an Daten. Wir haben müssen eine Datenoffensive machen. Das hat sich gezeigt auch daran, dass wir in der Mortalitätsrate nachbessern mussten und auf einmal sind wir vor der Schweiz, wenn es geht um die Anzahl der verstorbenen Personen an Covid im Verhältnis zu 1 Million Einwohner, obwohl die Schweiz keine Lockdowns hatte. Das heißt, wir müssen wirklich von Daten ausgehen, die glaubwürdig sind und wir müssen offensiv diese Daten dann in weiterer Folge auch bei der Corona-Politik befolgen. Ich würde Sie ersuchen, auch diese Datenoffensive durchzuführen und schnellstens durchzuführen, damit wir auch da keine Überraschungen erleben. Zu den Herausforderungen in der Pflege. Ich weiß, dass Menschen momentan, 25% sind es, momentan überlegen, einmal im Monat, ich schaffe es nicht mehr im Pflege- und Gesundheitsbereich zu arbeiten. Dieses medizinische und Pflegepersonal weiß nicht, was im Herbst und im Winter kommt. Die müssen nun entlastet werden, Herr Bundesminister. Was gedenken Sie da zu tun? Was gedenken Sie zu tun, um die Teuerung im Bereich der Lebensmitteleinkäufe zu ändern? Was gedenken Sie, um denjenigen zu helfen, die nicht wissen, wie sie die Mieten stemmen sollen? Was gedenken Sie zu tun, wenn es darum geht, wie das Gas und das Öl bezahlt werden soll? Das sind Herausforderungen und da höre ich nichts. Und ich denke auch, diese präventive und vorbeugende Weise sollte auch in diesen Bereichen erfolgen. Deshalb, Herr Bundesminister, die Uhr tickt und die Uhr tickt unbarmherzig. Wir müssen deshalb schnell Entscheidungen treffen und nicht nur Ankündigungen treffen. Unsere Vorschläge liegen am Platz. Sie kennen unsere Vorschläge. Ich würde Sie bitten, endlich in die Gänge zu kommen. Sie können das. Ich würde Sie bitten, auch die ÖVP mitzunehmen, die das anscheinend noch nicht kann. Und ich ersuche Sie, im Interesse aller eine Verteilungsgerechtigkeit zu erzielen. Denn eines kann nicht sein, dass in Österreich laut einer Studie vom Februar 2022 der Topmanager einer Bank in Österreich am zweiten Tag des Jahres genauso viel verdient wie der durchschnittliche Österreicher und die Österreicher im gesamten Jahr. Das ist nicht die Verteilungsgerechtigkeit, die wir wollen. Zu Wort ist nun niemand mehr gemeldet. Wünscht der Herr Berichterstatter das Schlusswort? Das ist nicht der Fall. Wie vereinbart verlege ich diese Abstimmung ans Ende der Vorlagen des Gesundheitsausschusses.